Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch wieder. Sag wieder mal zu deinen Nachbarn mit vollem Herzen: Mei, geht's mir gut. Wir haben die letzten 2 Tage gehört, wie souverän wir unterwegs sein können in dieser Welt, wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns lebt mit seiner ganzen Fülle. Was das für eine Freiheit ist, wenn du wirklich weißt, du bist nicht abhängig von dem, was da draußen passiert, in dieser Welt so alles geschieht. Wir sind nicht davon abhängig, was irgendwelche Regierungen beschließen oder entscheiden oder was immer tun würden. Wir stehen über den Dingen, denn der Allmächtige lebt in uns. Sei dir dessen wirklich bewusst. Gehen wir heute zum Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit. Sag mal zur Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Nicht wird uns einmal befreien, hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch irgendeiner Knechtschaft auferlegen. Auch nicht einer religiösen Knechtschaft. Es gibt so viele religiöse Knechtschaften, wo man dir sagt, was du es tun müsstest, damit du in den Himmel kommst. Wo man dir sagt, was du es nicht tun darfst, damit du in den Himmel kommst. Es wird dir nicht gesagt, dass du bereits den Himmel auf Erden in dir trägst, wenn Jesus Christus in dir lebt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleib daher fest. Sag einmal zu deinen Nachbarn, bleib fest. Stehvermögen ist gefragt, damit du nicht verführt werden kannst. Bleibt daher fest und lasst euch nicht erneut das Joch irgendeiner Knechtschaft auferlegen. Lass es nicht zu, dass dich jemand verpflichtet, Dinge zu tun, die nicht in deinem Herzen sind und dem Wort Gottes widersprechen. Oder lass es nicht zu, dass dir jemand religiöse Spielregeln überstülpt, die noch niemandem geholfen haben. Man kann sich nicht selbst erlösen. Er hat uns bereits zur Freiheit befreit, steht hier. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Vers 2. Hört, was ich, Paulus, euch sage. Wenn ihr nach wie vor unter dem Gesetz leben möchtet, wird euch Christus nichts nützen. Wenn du immer noch versuchst, Gesetze zu halten, um errettet zu werden, um Gott zu gefallen und. Wenn du immer noch versuchst, dich nach Gesetzmäßigkeiten zu richten, die religiöse Gruppierungen aufgestellt haben, aber im Wort Gottes keine Wahrheit finden dafür, wird euch Christus nichts nützen, steht hier. Sein Es ist vollbracht, davon hast du dann nichts. Ich versichere noch einmal jedem, der sich beschneiden lässt, der dem Gesetz entsprechend leben möchte, er ist verpflichtet, dann das ganze Gesetz zu halten. Nicht nur ein paar Sachen, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun, steht hier im Vers 4. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Freund, es muss schlimm sein, aus der Gnade herausgefallen zu sein, nur weil man sich selbst erlösen möchte und sich nicht vorstellen kann, dass Jesus Christus uns bereits erlöst hat. Es ist vollbracht. Es muss grauslich sein, Selbsterlösung betreiben zu müssen, was vielen Leuten übergestülpt wird, gerade in unseren Landen. Was wir es tun müssten, nicht mehr tun dürfen. Und wir sind alle frustriert, weil wir gar nicht wissen, wann wir genügend getan haben, oder zu viel getan haben von gewissen nicht guten Dingen. Freund, wir sind in der Gnade Gottes, so richtig geborgen in der Gnade Gottes. Wenn wir versuchen, uns weiterhin selbst zu erlösen, ist es ein Gräuel für Gott. Und hier steht, ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Ich möchte dich heute wirklich aufrufen, nimm doch die Gnade Gottes als Geschenk an. Martin Luther hat schon immer gesagt, Gnade ist es, nicht Ablässe kaufen, Gnade durch Glauben als Geschenk annehmen. Das ist das Evangelium. Übrigens, 13. bis 15. Mai sind wir ein Wochenende mit einer Veranstaltung im Rathaus von Lutherstadt Wittenberg.
Nimm dir die Zeit, setz dich in den Zug. Der ICE-Bahnhof ist einen Kilometer weg. Fahr mit dem Auto, komm ein Wochenende, nimm neue Menschen mit. Du wirst so viele wunderbare Dinge erleben in dieser Stadt. Auf dieser Stadt liegt immer noch eine göttliche Berufung. Auch wenn viele Jahre einmal in der Stadt nichts passiert ist, was mit dem Reich Gottes zu tun hat oder nicht viel passiert ist. Freund, Gott hat einen Plan. Komm, dann können wir uns wieder mal begegnen, die Hände schütteln, uns drücken, etc. Setz dich in Zug, setz dich ins Auto. Du kannst dich jederzeit noch anmelden. Ja, wir freuen uns so richtig darauf, dass auch du dabei bist.